Am Nachmittag haben wir jetzt zwei große Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Schmerztherapie und der zweite Schwerpunkt ist End-of-Life-Decision in der präklinischen Notfallmedizin. Um es vorwegzunehmen, auch der spannendste Fall oder mein spannendster Fall wird ein Fall, wo man eben kein, wo man vielleicht ein bisschen Blut sieht, aber wo es hauptsächlich um ein anderes Thema geht. Beginnen tun wir jetzt mit der Schmerztherapie und es freut mich, dass der bald Professor Dr. Werner Schmidt unter uns ist. Er war lange Zeit an unserer Abteilung, arbeitet jetzt auf der Abteilung für Anästhesie und Schmerztherapie, ist Notarzt gefahren bei unserem Stützpunkt und wird Ihnen etwas über die aktuellen Trends der Schmerztherapie in der präklinischen Notfallmedizin bringen. Ja, schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Danke, Harald, für deine einführenden Worte. Durch meine vom Harald schon geschilderte Biografie bin ich gebeten worden, ein bisschen was zu erzählen zum Thema Schmerztherapie am NEF. Ich habe mich versucht, an die Evidenz zu halten und habe als Grundlage genommen, als Literaturgrundlage, das Buch vom Stefan Schuck, Acute Pain Management, Scientific Evidence. Das ist die fünfte Auflage, die ist aktuell, heuer 2020, also letztes Jahr, neu aufgelegt worden, kommt alle fünf Jahre und hat mittlerweile 1300 Seiten. Stefan Schuck ist ein Deutscher, der vor etlicher Zeit nach Australien ausgewandert ist und in Perth eine Schmerzklinik führt, extrem belesen ist. Und dieses Buch gibt tatsächlich zu unterschiedlichsten Settings die Evidenz für unsere Therapieformen. Und es gibt auch ein Kapitel eben zum Thema Prähospitale, Analgesie, und an das habe ich mich gehalten. Und anhand dessen präsentiere ich ein paar Daten und die Medikamente, die wir im klinischen Alltag prähospital nutzen können. Das Buch arbeitet mit den bekannten Evidenzgraden. Level 1 wäre eine systemische Übersichtsarbeit. Level 2 wäre eine randomisiert kontrollierte Studie. Bis zu Level 4 schlussendlich dann bei Fallstudien, bei Fallserien. Wir wissen ganz allgemein, wie bei jeder Intervention im prähospitalen Umfeld haben wir mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen. Das ist einerseits der Mangel an Ressourcen, fängt mit dem Equipment an, wir denken ans Ultraschall, endet bei den Medikamenten. Wir haben nicht alle Analgetika am NEF, die wir vielleicht im klinischen Alltag haben und nutzen können. Geht über die umweltbedingten Herausforderungen, Licht, Temperatur, Platzangebot, Hygiene, und endet beim Zustandsbild des Patienten, das natürlich auch sich rapide verändern kann. Und mit all diesen Herausforderungen müssen wir auch bei der Schmerztherapie arbeiten. Insgesamt ist Schmerz im prähospitalen Setting was durchaus Häufiges. Je nach Publikation variieren die Inzidenzen zwischen 64% hier in dieser Arbeit von Galinski 2010, hauptsächlich kardialer und traumatischer Genese, bis zu 28% in einer Friesgrad-Arbeit 2018. Wenn man sich nur auf den schweren Schmerz, starken, ausgeprägten Schmerz konzentriert, da reden wir von NRS über 8, dann haben wir Inzidenzen von 17%, die beschrieben werden. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, werden all diese Patienten entsprechend analgetisch von uns behandelt und therapiert? Und damit sind wir unweigerlich beim Thema Undertreatment. Wir sehen, dass wir nicht alle entsprechend behandeln und wir werden auch gleich sehen, welche Faktoren ausschlaggebend sind dafür, dass wir nicht alle entsprechend behandeln. Für mich sehr widersprüchlich, schwerer Schmerz, ausgeprägter Schmerz zu Beginn der Behandlung führt dazu, dass die Chance, wir reden hier von Odds Ratios, die Chance auf eine inadäquate Schmerztherapie sich verneunfacht. 2013 hat Albrecht gezeigt, dass weibliche Behandlerinnen die Chance verdoppeln, dass man inadäquat analgetisch behandelt wird. Und natürlich die Berufserfahrung des Notarztes beeinflusst auch, wie der Patient analgetisch behandelt wird. Umso erfahrener, umso weniger häufig ist die Wahrscheinlichkeit, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass er nicht entsprechend behandelt wird. Wir sehen das hier entsprechend der Alter. Habe ich noch den? Wo ist der? Gut. Wir haben hier die Alter, der bei 4 bis 5 Jahre im Geschäft ist. Dessen Wahrscheinlichkeit, dass er Undertreatment betreibt, ist deutlich niedriger als Notärzte, die weniger als 2 Jahre im Geschäft sind. Dort ist die Chance für eine Minderversorgung analgetisch bei 16,7. Danke.
Ich kann die weiblichen Kolleginnen. Ich kann die weiblichen Kollegen beruhigen. Lord hat 2000. Lord hat 2014 gezeigt, dass die Geschlechtsabhängigkeit beim Behandler, Behandlerin sich nicht bestätigt hat. Was sich bestätigt, ist, dass das Geschlecht des Patienten ausschlaggebend ist. Männer haben eine Odds Ratio von 1,5 für eine adäquate Opioidtherapie. Das heißt, sie werden effizienter und häufiger behandelt mit Opioiden als Frauen. Und 2018 immer noch das Geschlecht, die Hautfarbe ist von Bedeutung in den USA und auch das Alter. Kinder werden weniger häufig analgetisch behandelt und damit ist die Wahrscheinlichkeit für Undertreatment deutlich höher. Warum? Das werden wir gleich sehen. Einfache Erklärung, sie werden weniger leicht beurteilbar. Wir haben bei der kindlichen Befunderhebung nicht so leichte Möglichkeiten wie NRS und VAS. Wir müssen auf Dinge zurückgreifen, wie zum Beispiel bei sehr kleinen Kindern der kindlichen Unbehagen von Schmerzskala nach Büttner, Kuss. Oder bei ab 3-4-Jährigen können wir auch die Faces Pain Scale nehmen. Wir werden das in einer der folgenden Abbildungen noch kurz sehen. Also es ist einfach schwerer zu beurteilen bei Kindern. Somit werden sie auch weniger häufig behandelt. 2016 konnte Lord zeigen, dass mehr als 50% der Kinder mit Schmerzen über 8, NRS 8, also wirklich, wir reden von schweren Schmerzen, gar kein Analgetikum erhalten haben. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Mögliche Erklärungsvormuster sind natürlich der mangelnde Zugangsweg. Es ist klar, habe ich keinen IV-Zugang, wird es schwieriger sein, ein Morphin oder Fentanyl zu geben. Wobei wir dann sehen werden, Fentanyl kann man auch sehr leicht und sehr gerne intranasal geben. Jeder weiß, ein agitiertes, beschmerztes Kind ist wohl nicht sehr leicht zu bestechen. Eltern haben im angloamerikanischen Raum einen Einfluss. Sie beeinflussen negativ die Gabe von Analgetika zu über 50%. Wie schon besprochen, die Beurteilung des Schmerzes ist beim Kind eine Herausforderung und es gibt Sorgen bezüglich allergischer Reaktionen. Im Umkehrschluss, wenn wir Schmerzen adäquat behandeln, können wir aber auch wirklich was erreichen. Wir sehen in dieser Studie aus dem Jahr 2010, eine Level 1 Studie, also wirklich höchste Evidenz, 21 randomisiert kontrollierte Studien wurden zusammengefasst, es waren über 6000 Patienten in der Studie, in diesem systematischen Review, die präsentiert wurden. Wird mit systemischen Opioiden gearbeitet, können wir den Schmerzscore, den Pain-Score auf um ein Drittel reduzieren in ungefähr 2/3 der Patienten. Ohne, und das ist das Faszinierende, ohne dass in irgendeiner Form die Patienten eine Atemunterstützung brauchten und nur 2 von diesen 2012 Patienten mussten Naloxon antagonisiert werden. Das heißt, diese Arbeit ist für mich eine Schlüsselarbeit, die uns sagt und zeigt, wir können uns sicher fühlen mit den Opioiden, wenn wir damit richtig arbeiten im prähospitalen Umfeld. Wir können nichts falsch machen, wir können nur etwas falsch machen, wenn wir sie nicht verwenden. Darüber hinaus behandeln wir nicht nur Schmerz, sondern auch die konsekutiven Folgen, wie zum Beispiel das posttraumatische Stresssyndrom. Eine entsprechende adäquate Morphintherapie kann die Häufigkeit für das Auftreten von posttraumatischem Stresssyndrom deutlich reduzieren um 50%. Umgekehrt, das haben wir schon kurz angesprochen, das Geschlecht beeinflusst die Gabe von Opioiden und von Analgetika. Männer kriegen häufiger Opioide als Frauen und das Alter macht den Einfluss. Männer über 60, Patienten über 60 kriegen leichte Opioide oder häufiger Opioide als Kinder. Kinder kriegen häufiger im vor allem angloamerikanischen, australischen Umfeld Methoxyfluoran, auf das wir auch dann noch kurz zu sprechen kommen werden. Und es gibt auch einen Vortrag von einem Kollegen. Das heißt, Faktoren, die assoziiert sind mit der Gabe von Opioiden, sind einerseits das Vorhandensein eines vaskulären Zugangs, die Transportdauer, umso länger der Transport, umso häufiger kriegt der Patient Opioide, das Alter des Patienten, über 60 wie gesagt, und eine entsprechende Schmerzdokumentation. Erst wenn ich was beurteile und dokumentiere, kann ich es auch entsprechend behandeln. Und somit zusammengefasst,
patientenzentrierte Einflussparameter, die die Gabe von Analgetika beeinflussen, sind das Alter, das Geschlecht, physische Instabilitäten wie Hämodynamik, vorhandene Komorbiditäten, Niereninsuffizienz etc. und behandlerorientierte Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Berufserfahrung, Mangel des IV-Zugangs, Sorge, wie reagiert das Zielkrankenhaus auf eine Fentergabe. Ich kann das aus eigener Erfahrung schildern. Patienten, die ich mit Fente abgelegt habe, in den diversen Schockräumen wurden anders von mir entgegengenommen als Patienten, die ich nicht mit Fente behandelt habe. Man kann das aber beeinflussen, diese Systeme, durch unterschiedliche Interventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel Fortbildungen oder die Einführung von Schmerzmanagementprotokollen. All das erhöht die Gabe von Opioiden, hat aber langfristig wenig Einfluss auf die Schmerzdokumentation. Und was durchaus spannend ist, die telemedizinische Anordnung an Sanitäter, was da aber wann gegeben, ist genauso sicher und effizient wie die Gabe über den Notarzt vor Ort. Wie beurteile ich Schmerz nun? Im Prinzip ganz genauso, wie wir es im klinischen Alltag tagtäglich tun. Wir haben sogenannte Selbstberichtsskalen bei Erwachsenen, die wir kennen, die visuelle Analogskala, die numerische Ratingskala 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 der schlimmste vorstellbare Schmerz, und im Prinzip sind diese beiden Skalen vollkommen gleichwertig. Bei Kindern ab dem 3., 4. Lebensjahr können wir die FACES Pain Scale nutzen, und wie gesagt, bei kleineren Kindern, Neugeborenen oder Kleinkindern bis zum 2. Lebensjahr kann man die kindliche Unbehagens- und Schmerzskala nach Büttner nutzen. Das ist eine Verhaltensskala, wo das Verhalten beurteilt wird. Weinen, Gesichtsausdruck, Haltung des Rumpfes etc., motorische Unruhe. Deutlich komplexer sicher und damit sicher weniger leicht zu beurteilen. Wie gesagt, zusammengefasst, die visuelle Analogskala und die verbale numerische Rating Scale sind gleichwertig und kann man in unserem Umfeld prähospital sehr leicht verwenden. Gut, welche Analgetika haben wir nun, beziehungsweise welche Interventionsmöglichkeiten gibt es? Zu Paracetamol und den nichtsteroidalen Antirheumatika muss man ehrlicherweise nicht viel sagen, weil es kaum Evidenz gibt und weil es wahrscheinlich sinnvollerweise auch in dem Umfeld nicht so oft genutzt wird. Die nichtsteroidalen mit ihrer Wirkung auf die primäre Hämostase beim vielleicht eh schon blutenden Patienten, mit ihrer Wirkung auf die Nierenfunktion beim wahrscheinlich eh schon hypovolemen Patienten wird nicht das Mittel der ersten Wahl sein. Paracetamol mit einer Number Needed to Treat von 2,2 versus zum Beispiel Metamizol mit einer Number Needed to Treat von 1,6 ist sicher deutlich weniger wirksam. Da nehme ich doch lieber ein Metamizol, zu dem es übrigens auch wenig Daten gibt, aber wir werden darauf noch kurz eingehen. Warum? Das heißt, Paracetamol und Nichtsteroidale sind, wenn ich an Nicht-Opioid-Analgetika denke, sicher nicht meine erste Wahl. Und somit kommen wir schon mal relativ schnell zu den Opioiden. Grundsätzlich sollten wir die IV oder internasal geben. Warum? Sie sind schnell in der Wirkung und reproduzierbar und vorhersehbar in ihrer Wirkung. Gebe ich sie intramuskulär oder subkutan, trifft beides nicht zu. Ich habe ein Problem mit der Pharmakodynamik. Ein schockierter, zentralisierter, nicht perfundierter Patient wird dann vielleicht irgendwann wieder perfundiert und habe ich protrahierte Wirkung verspätet, wo ich sie vielleicht gar nicht mehr haben will, weil ich schon was anderes gegeben habe. Also wir merken uns bitte, Opioide nicht intramuskulär oder subkutan, sondern nur IV oder Fentanyl, weil sehr lipophil, auch intranasal. Wenn ich die beiden miteinander vergleichen will, Fentanyl und Morphin, vollkommen gleichwertig, beide sinnvoll, beide gleichwertig zu nutzen. Je nachdem, was ihr kennt, was Sie nutzen wollen, nehmen Sie es. Fenta ungefähr mit der 100-fachen Potenz. Gut, da sind wir schon bei der Dosierung. IV-Morphine gibt man in etwa mit 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht initial und dann gefolgt nach 5 Minuten mit der halben Dosierung. So, das heißt, 70 Kilo Mann gebe ich mal 7 Milligramm und 5 Minuten später, wenn es braucht, 3,5 Milligramm nach und schaue, wohin ich komme. Wir nutzen das im klinischen Alltag auch auf der Schmerz. Patienten, die akut beschmerzt sind, kriegen dann alle 5 Minuten von uns 3 bis 5 Milligramm Vendal und dann das, was zum Schluss nach x Dosen rauskommt, addiere ich mal 6 und das ist dann der Tagesbedarf IV, den der Patient braucht, bis er eben hoffentlich irgendwann mal was unter 3 hat oder NRS unter 3. Logischerweise
führt das zu einer effizienteren Schmerzreduktion, als wenn ich niedrigere Dosen nehme. Umgekehrt, was nehme ich bei Fenta? Also ein liberales Behandlungsschema mit 3 Mikrogramm pro Kilogramm versus 2 Mikrogramm pro Kilogramm hat zwar insgesamt zu höheren Dosierungen geführt, aber auch zu einer deutlich effizienteren Schmerzkontrolle und ist dementsprechend zu bevorzugen. Bei Kindern sind die Dosierungen des IV-Fenters zwischen 1 bis 3 Mikrogramm. Sie können sich merken, ein Kind mit 1 Mikrogramm pro Kilogramm, das wird nie atemdepressiv werden, zumal es ein beschmerztes Kind ist. Dementsprechend, Sie können mit gutem Gewissen 1 bis 2 Mikrogramm mal drücken und dann schauen, wie das Kind oder der Patient reagiert und entsprechend nachdosieren und sich hintitrieren zum Ziel. Intranasale Gabe, wir nutzen dafür den Nasalzerstäuber, MAD, Mucosal Atomization Device. Da gibt man 0,5 bis 1 Milliliter pro Nasenloch rein. Man sollte ein bisschen ein Totraumvolumen von 0,1 Milliliter reingeben. Das Fenta müsste relativ hoch konzentriert sein. Wir arbeiten damit 50 Mikrogramm pro Milliliter in etwa. Und die Dosierungen sind im Prinzip dieselben wie bei der IV-Gabe. Und es wird im angloamerikanischen Raum gern genutzt in bis zu 20% der Patienten, sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen. Und interessanterweise, das hat mich schon fasziniert, es hat dieselbe Pharmakokinetik wie die IV-Gabe. Die Bioverfügbarkeit der Intranasalgabe liegt bei ungefähr 90% mit natürlich einer entsprechenden Variabilität. Und die Absorption und der On-Site, der Wirkeintritt ist vielleicht ein bisschen verzögert. Wir reden davon 6 Minuten IV versus 12 bis 13 Minuten intranasal. Und damit kommen wir schon zum allseits beliebten Ketamin. Wir kennen Ketamin aus dem klinischen Alltag, auch im Krankenhaus. In niedrigen Dosen als Analgetikum, in höheren Dosen dann als Anästhetikum. Es wirkt effizient und erhöht und reduziert die Schmerzskalen effizient. Hier in dieser Studie von 8 auf 3 mit einer sehr niedrigen Nebenwirkungsrate. Adverse Events von 2,8% bei keiner Veränderung der Vitalparameter. IV-Ketamin ist ähnlich wirksam wie intramuskuläres Morphin, nicht IV, bei allerdings einer erhöhten Rate an Agitation und Halluzinationen und insgesamt niedrigerer Übelkeit. Das Schöne an dem Ketamin ist, dass es zuvor gegebenes Morphin synergistisch unterstützt und Ketamin nach einer Morphingabe erhöht die Wirksamkeit des Morphins. Die Dosierung beim normalen Ketamin 1 Milligramm pro Kilogramm, beim linksdrehenden Racemat die Hälfte, sprich 0,5 Milligramm pro Kilogramm in etwa. Und wir kennen alle die Wirkung auf den Blutdruck, deswegen nehmen wir es beim schockierten Hypovolemie-Patienten gern. Und nun eine Lanze zu brechen fürs Metabizol, wobei ich denke, in dem Umfeld müssen wir nicht viel Lanzen brechen. Metamizol, das Novalgin, wurde 1920 von Höchst erstmals synthetisiert, seit 22 wird es vermarktet. Es wirkt analgetisch, antipyretisch und vor allem spasmolytisch, weshalb wir es beim viszeralen Schmerz gerne nutzen. Es ist sowohl oral wie parenteral zu geben und die Zulassung ist extrem inhomogen, wobei man kann es relativ leicht merken, der angloamerikanische Raum ist extrem restriktiv und hat es nicht zugelassen, inklusive Schweden, wir werden auch gleich sehen, warum. Alle anderen Länder haben das Novalgin zugelassen und in Verwendung. Was doch faszinierend ist, der Wirkmechanismus ist immer noch unklar, trotz über 90-jähriger Erfahrung damit. Warum ist es für uns so wichtig? Es ist tatsächlich eines der effizientesten Nicht-Opioid-Analgetika. Ich habe es schon kurz angesprochen, es hat eine Number Needed to Treat von 1,6 bei 1 Gramm Gabe. Wenn wir das vergleichen mit dem Paracetamol, wie schon angesprochen, da haben wir eine Number Needed to Treat von 2,2. Also es ist deutlich effizienter als das Paracetamol und ist deswegen vor allem auch jetzt im chronischen Umfeld gern in Verwendung eben beim viszeralen und beim Kopfschmerz inklusive Migräne. Das Nebenwirkungsprofil ist durchaus bestechend. Es wirkt im Gegensatz zum Nicht-Seroidalen eben nicht auf den Gastrointestinaltrakt. Es wirkt nicht nephrotoxisch, es wirkt nicht hepatotoxisch. Es hat
Wenn dann eine äußerst limitierte Wirkung auf die primäre Hämostase im Sinne der Thrombozytenfunktion, wir reden davon in etwa 6 Stunden, wirkliche anaphylaktische Reaktionen sind extrem selten. Bei schneller IV-Gabe sind allerdings Hypotoneffekte zu warten, dementsprechend wird es im klinischen Umfeld gerne als Kurzinfusion verabreicht. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn man es 10 ml fraktioniert gibt und sich eine Minute Zeit nimmt. Das große Thema war und ist im anglo-kanadischen Raum die Agranulozytose. Ein extrem seltenes Ereignis, wie wir gleich sehen werden, aber das ist die Ursache dafür, warum es im angloamerikanischen Raum nicht zugelassen wurde. Wir reden da von einer Inzidenz von einer Million genutzter Patienten. Also wir reden von 1 Million Novalgin-Nutzer, davon hat einer vielleicht eine Agranulozytose, allerdings hat die eine Mortalität von 7%. Und das Faszinierende ist, es gibt eine große lokale Inhomogenität. Spanien berichtet von 0,56 Fällen pro 1 Million, Polen keine. Und wenn man sich Schweden ansieht, mit 700 Fällen pro 1 Million ist das schon sehr widersprüchlich. Ob das ein Reporting Bias ist oder tatsächlich in eine Prädisposition der Bevölkerung, der Population ist vollkommen unklar. Insgesamt hat es dazu geführt, dass Schweden das Novalgin, das Metamizol nicht zugelassen hat. Behandlung der Agranulozytose, Aufhören der Metamizoltherapie. Antibiotische Abschirmung und granulozytenstimulierende Faktoren. Wenn man diese Nebenwirkung, das Nebenwirkungsprofil des Novalgins in Kontext setzt mit den anderen Nicht-Opioid-Analgetika, dann sieht man aber doch, dass die Übersterblichkeit extrem gering ist. Wir sehen hier das Dipyron mit 25. Probier's nochmal. Wir sehen hier das Dipyron, das Metamizol. Ich bin sehr gut. Hier das Novalgin mit 25 versus 592 beim Diclofenac. Also das sind schon substanzielle Unterschiede und das zeigt uns, dass das Novalgin ein extrem effizientes Medikament ist, das wir uns, glaube ich, aus diesem präklinischen Setting nicht nehmen lassen sollten. Gut, damit haben wir schon die wichtigsten Dinge besprochen und kommen noch zu den Anxiolytika. Die Anxiolytika, im Speziellen vor allem das Dormicum, wissen wir alle, helfen uns bei Sorge und bei Angst und bei Agitation. Allerdings verstärken sie nicht den Effekt der Morphine, im Gegenteil, sie verstärken den atemdepressiven Effekt, sodass insgesamt man nicht davon abraten muss, aber man kann das hinterfragen. Eine Gabe von 1 Milligramm Dormicum beim agitierten Patienten hat auf jeden Fall kein Nebenwirkungsprofil und ist durchaus als sicher zu bezeichnen. In einer rezenten Studie aus dem Jahr 2014, semi-rezent. Und noch ein paar abschließende Worte zu der regionalen SSI. Der Karl Schwester wird dazu deutlich mehr erzählen. Es gibt ein paar Daten zum Fasziliergablock, den wir auch im klinischen Alltag im Schockraum nutzen, für zum Beispiel isolierte Schenkelhalsfrakturen. Extrem effizientes Mittel, um Schmerzen beim isolierten Schenkelhals zu nehmen. Das hat eine Erfolgsrate von 90%. Und wurde in dem Setting, in diesem prähospitalen Setting, nicht nur von Ärzten angewendet, sondern auch von Sanitätern. Und das finde ich schon recht beeindruckend und ist möglicherweise zukunftsträchtig. Ähnliches gilt für periphere, ultraschallgezielte periphere Nervenblockaden, bei zum Beispiel der Reposition von luxierten Gelenksfrakturen, wie es auch schon im Schockraum natürlich tagtäglich verwendet wird. Auch das kann man versuchen, im prähospitalen Umfeld umzusetzen. Auch dazu gibt es schon Daten. Und zwar konnte gezeigt werden, dass sowohl die Schmerzreduktion deutlich effizienter stattfindet als im Vergleich zu einer Sedoanalgesie während der Repositionierung, als auch am ersten postoperativen Tag. Und die Lux deutlich leichter reponierbar ist als bei einer reinen Sedoanalgesie. Das heißt, periphere Nervenblockaden in dem Umfeld, wenn man glaubt, man muss vor Ort reponieren, wäre ein schönes Add-on, das man sich überlegen kann, weil es das Ganze erleichtert. 2018, Level 2 Studie an 30 Patienten. Und nun abschließend noch ein paar Worte zu den Inhalationsanästhetika. Wir kennen zwei in dem Kontext, Lachgas und das Methoxyfluoran, zu dem noch ein Vortrag kommt vom Kollegen. Lachgas, seit langem bei uns in Verwendung, wirkt analgetisch, sedierend, anxiolytisch. Es wirkt
50%iges Lachgas inhaliert, führt zu einer Schmerzreduktion auf einen NRS-Wert unter 3 in ungefähr 2/3 der Patienten, hat aber insgesamt einfach Nachteile. Es ist komplex in der Logistik, man muss Flaschen deponieren, lagern. Wir haben das Thema der Arbeitsplatzbelastung, wir haben die Ventile, die gereinigt und erhalten gehören. Also insgesamt hat sich das definitiv nicht durchgesetzt, im Gegensatz zu Medoxyfluoran, das zunehmend auch bei uns in Verwendung ist, ist seit den 70er Jahren in Australien in Verwendung, wurde ursprünglich als Anästhetikum verwendet, wirkt wiederum analgetisch, sedierend, anxiolytisch, wird mit diesem Pentrox-Inhalator auf den Markt gebracht. Als Anästhetikum hat es nicht durchgesetzt, weil es zu Niereninsuffizienz führen kann. Dementsprechend auch in dem Kontext ist die Niereninsuffizienz eine Kontraindikation. Die Australier, wie gesagt, verwenden das seit den 70er Jahren ist ein bisschen teurer als Opioide, kostet pro Dosis über $20. Das Ganze funktioniert so, dass in diesem Pentrox-Inhaler sind 2 bis 3 Milliliter von dem Medoxyfluoran. Der Patient inhaliert das, er braucht keinen Zugang, deswegen nimmt man es auch sehr gerne bei Kindern. Und nach ungefähr 10 Atemzügen hat man die erste analgetische Wirkung und das Ganze reicht für in etwa eine halbe Stunde. Der analgetische Effekt ist initial größer, sogar als beim intranasalen Fenta, hält aber leider Gottes nicht so lange an. Das heißt, bei Aufnahme, bei Erreichen des Krankenhauses sind die Patienten meistens mit dem Fenta dann besser bedient und schmerzreduzierter als mit dem Medoxyfluoran. Die Schmerzreduktion ist vergleichbar, allerdings bei nicht so vielen Patienten. Bei 80% der Patienten haben wir eine Schmerzreduktion von über 30%. Wenn wir das vergleichen mit Opioiden, sind wir da doch eher bei 90%. Somit kann man sagen, dass wir doch Vorteile sehen bei den Opioiden im Vergleich zum Medoxyfluoran. Also habe ich einen IV-Zugang, werde ich doch eher zu den Opioiden greifen. Insgesamt haben wir auch das Problem mit der Müdigkeit und somit ist es sicher zu bevorzugen, wenn ich keinen IV-Zugang habe, meines Erachtens. Wir werden das nachher sicher diskutieren können. Nicht pharmakologisch, das hat mich schon sehr fasziniert, gibt es schlussendlich dann noch die Möglichkeit des TENS. Wir wissen alle, psychologisch, physiologisch können wir was bewirken, physikalisch durch Schienung, Kühlung, psychologisch Beruhigung, Ablenkung etc. Akupressur durch Kollegen Kober, 2002 publiziert, mich sehr überrascht, wirkt schmerzreduzierend, wenn man die echten Akupressurpunkte drückt. Und TENS, die transkutane elektrische Nervenstimulation, die wir als Schmerztherapeuten bei chronischen Schmerzpatienten, zum Beispiel beim unspezifischen Kreuzschmerz, sehr gerne nutzen, ist hier im prähospitalen Umfeld auch wirksam. Und das fand ich schon beeindruckend. Wir reden jetzt nicht von Level 4 Studie, sondern wir reden von einer Level 1 Studie. Das heißt, hier wurden 4 randomisierte Kontrollen, 4 RCTs zusammengefasst und konnte gezeigt werden, dass man mit TENS im prähospitalen Umfeld tatsächlich eine analgetische Therapie effizient umsetzen kann. Das sind die Take-Home-Messages, die ich einfach kommentarlos an die Wand werfe und danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Werner. Darf ich dich jetzt nur eines fragen? Ja, das darfst du mit fragen. Würdest du einen Schenkelreizfaktor analysieren? Nein, wenn wir fast hier kaputt. Nein. Wir sollen Fenster nehmen. Alles klar. Wer würde von euch Fenster nehmen? Wer würde was anderes nehmen? Was wäre das andere? Oder was wäre das andere? Weil wir haben, also ich kann es jetzt aus dem Schockraum vom AKH berichten, immer wieder das Problem, dass die dann mit Ketamin kommen und dann mache ich aus einem Patienten, der in die Ambulanz normalerweise geht, einen Schockraumpatienten, was eher unangenehm ist in der Tagessorge. Ich denke, was wir mitnehmen können aus diesem Vortrag ist, wir müssen keine Angst haben vor Opioiden. Opioide sind effizient und entsprechend dosiert machen die keine Atemdepression. Wir erinnern uns, 2010er Arbeit. Null Atemunterstützung, zweimal Naloxongabe bei 2262 Patienten. Also wir müssen wirklich keine Sorge haben.